glaube, wir hatten das Spiel gleich von Anfang an in der Hand eigentlich. Hatten nach dem Gegentor, ich glaube, 2 Minuten so ein bisschen eine kleine Unruhephase drin. Haben dann gleich das 1-1 gemacht und fast auch noch kurz vor der Pause das 2-1. Ja, und dann nach der Pause sind wir rausgekommen, hatten ein paar Probleme, aber ich glaube, dann hatten wir es wieder im Griff. Und ja, dann als das 2-1 gefallen ist, waren wir uns eigentlich sicher, dass wir das hier nach Hause holen heute. Stapelfeld hat ihr Ziel vor Augen, ist auch ein direkter Verfolger, mittlerweile auch ganz vorne. Im Spiel hat man auch bemerkt, Stapelfeld ist eine Einheit, hat ihr System, spielt auch ihr System runter, 90 Minuten lang. Wir haben versucht zu kämpfen, wir waren heute leider keine Einheit. Wir haben auch unser volles Potenzial nicht abgerufen, aber ja, letztendlich ist das Ergebnis dann auch verdient. Ja. Wir wollen das schaffen, aufzusteigen. Es ist relativ eng in der Liga natürlich und heute ist noch gar nichts entschieden worden. Die nächsten Wochen sind jetzt natürlich entscheidend. Timo ist so der klassische Stürmer, der läuft viel, steht richtig, er kämpft um jeden Ball, ist technisch jetzt nicht der stärkste Mensch, aber das macht er wieder mit seinem Ehrgeiz wieder gut.